Und das Leiden kann beginnen, Leute. Willkommen zurück zu The Binding of Isaac, die Eternal Edition. Wir wechseln uns jetzt ein bisschen ab. Gestern kam wieder ein sehr interessanter Rebuff-Run. Falls ihr nicht gesehen habt, checkt den mal aus. Der hatte eigentlich eine Combo, die ich schon seit langem mal haben wollte. Und auf Band, die kennt wahrscheinlich schon jeder. Und warum will mir das immer Windows 10 andrehen? Nein, ich will das noch nicht. Ich bin noch nicht bereit dafür. Erst beim zweiten Date oder dritten. So, wir spielen heute mal mit Kane. Wir haben letztes Mal die Errungenschaft bekommen, dass wir Mega-Satan besiegt haben. Das ist cool. Und mit Kane können wir jetzt endlich Pillen fressen. Ja! Ich liebe Pillen! Okay, warte mal. Oh, $3 Bill. Das ist sogar ziemlich cool eigentlich jetzt. Warte mal, gab's gut. Es gab immer nur gut. Wow! Warte. Wir haben nochmal das gleiche. Den Effekt hatten wir gleich. Gerade einen Raum davor, oder? Egal. So, jetzt heißt es wieder Concentration. Oh, warte mal, Leute. Ich muss mich, glaube ich, mal ein bisschen ganz kurz anders hinsetzen. Weil irgendwie, warte mal. Man muss für Isaac perfekt sitzen. Das ist kein Scherz, kein Scherz. Zum Beispiel zu Hause spiele ich halt Isaac am Fernseher, ne, auf der PlayStation 4. Und ich habe da ganze Zeit, ich saß auf dem Teppich immer, weil der Teppich so kuschelig weich ist, den ich gekauft habe. Und ich muss mal das Spiel auch leiser machen, so nebenbei, habe ich letztens festgestellt. Ein Ticken leiser, ein Ticken, nur ein Ticken. So, noch ein Ticken vielleicht. Ja, sehr schön. Ja, und dann habe ich mich hochgesetzt aufs Sofa und dann ist die Perspektive anders und das ist komplett, wow. Total falsch. Man muss einfach irgendwie auf einer Ebene sein. Am besten mit einer Wasserwaage auch noch abchecken. Ja, endlich. Komm her, bitte. Bitte, bitte. Komm her. Ah! Gott, ist das Ding nervig. Zum Glück können wir schnell schießen. Dankeschön für die Bombe auch noch. Die wahrscheinlich eine Trollbombe auch ist, Ja, ich kenne dich doch, Spiel. Ah, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Hätte ich auf die andere Seite schießen sollen. Schlüssel sind gut. Schlüssel sind sehr wichtig. Eigentlich mal ein anderer Effekt, geht doch. Okay, wir haben jetzt Homing Tears. Ich weiß gar nicht, was für Träneffekte es hier gibt. Also wir haben auf jeden Fall keine Sensen, leider. Keine 4 Shots. Wir könnten einen Quad Shot bekommen oder Triple Shot, ne? Das könnten wir bekommen. Aber sonst... Pah. So. Mir wurde auch letztens gesagt, hey Holly, du hast vergessen, in den Shop zu gehen. Aber was bringt mir das, wenn ich gar kein Geld habe? So. Ist das ein Turtle Boss? Ich habe auch gelesen, man muss irgendwie 7 Health Upgrades von Eternal Bossen bekommen. Das heißt, wir müssen 7 weiße Herzchen finden. Das wird auch krass schwer. Aber hey, wir sind Kane. Das finde ich richtig gut. Hoffentlich finden wir sowas wie Tears Up. Weil Kane hat ja hier nur gute Pillen. Das ist ja nur gut, würde ich sagen, ne? Nur gut. So. Mehr, Süßer. Habe ich schon ganz vergessen. Ich dachte mir, ach du Scheiße, mit wem mache ich jetzt diesen Run? Und dann habe ich Kane gesehen. Und es war wie Liebe auf den... Auf den ersten Blick. Ich hoffe, Kane nimmt mir das jetzt nicht übel, weil ich Blick gesagt habe und er nur ein Auge hat oder so. So, komm her. Und auf Wiedersehen. Ah, Shotspeed up. Ich glaube, ich nehme es mit. Keine Ahnung, wieso. Ich weiß nicht, ob es hier so... Ich sitze sogar im Mantel, ne? Habe ich gesehen. Ah, sitze ich halt im Mantel da. Yeah, man. Oh, man muss sich auch cool fühlen, wenn man Isaac spielt. Das ist auch sehr wichtig. Ihr werdet lachen, aber es ist wichtig. So, weg damit. Oh, genau. Wir haben hier noch den Zahnschuss. Ah, verlockend. Ich mach das mal. Steven! Nee, aber... Oh, sehr gut. Wir haben die Chance auf einen Devil Deal. Oh, sogar ein paar Münzen dazu bekommen. Wir könnten jetzt am Automaten spielen. Und vielleicht noch ein paar blaue Herzchen bekommen. Oder sowas wie Cancer. Oder halt... Perfekt, Mann. Oder Curved Horn. Irgendwie sowas. Irgendetwas, was uns noch ein bisschen... Oh. Das ist der Lucky Food, ne? Oh, Joker! Es ist so aufregend. Okay, warte mal. Beruhigen wir uns jetzt mal. Strang auch richtig gut. Warte mal. Ja, das nehmen wir mit. Wir haben eh gar nichts jetzt. Ich glaube... Oh mein Gott! Es läuft perfekt wieder. Nehme ich auf. So, warte. 20. Ja. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Wie geil ist das denn? Ja, natürlich nehme ich das mit. Was gibt's hier noch? Der Hanged Man, auch sehr interessant, falls wir irgendetwas erreichen wollen. Na, ja, auch sehr nett eigentlich. Was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Magician. Weg damit, setzen wir einfach mal ein. Left Hand, auch sehr verlockend. Scheiße, Mann, aber ich nehme Curved Horn mit, ja. So, aber zunächst nehmen wir das mit. Ich darf bloß nicht vergessen, Curved Horn wieder zu holen. Gott, ich will nie wieder aufhören, hier an dir zu spielen. Du bist super, du bist perfekt, du bist meine große Liebe. Automat. Noch eine Joker-Karte, da können wir es einmal einsetzen. Wir können eh nicht eine mitnehmen. Whee! Oh Gott, was habe ich getan? Oh Gott, wir bekommen Angel Deals. Oh Mann, ich wusste doch, es kann nicht alles gut laufen. Ich wusste doch, es kann nicht alles gut laufen. Und was sind das bitte für Tränen? Oh Gott.
Das sind ganz normale, stinknormale Tränen. Und ich habe Curved Horn aus Versehen mitgenommen. Egal, YOLO Mauda Dolo. Wow. Ausgewichen. Ausgewichen. Der ist viel aggressiver irgendwie hier. Sehr gut. Die Hälfte haben wir. Ich mach dich fertig, Digga. Okay. Vielleicht bekommen wir das Sacred Heart. Das wäre mega gut. Aber sind wir da nicht gestorben mit dem Sacred Heart im ersten Run? Sind wir da nicht gestorben? Oder war das in Rebirth? Ich weiß gar nicht mehr. So. Einige sagen auch, es ist echt anstrengend anzusehen. Ich muss sagen, mir gefällt es trotzdem immer noch. Das alte Isaac kann man immer noch spielen. Man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Wieder. Ist immer wieder so eine kleine Umstellung. Kohle! Yes! Wir haben Shot Speed Up. Scheiße! So. Wir nehmen einmal das und Strang mit, damit wir den Boss fertig machen, falls das irgendwie so eine Eternal Edition ist. Boah, ich würde da gerne reingehen. Doch. Gehen wir rein. Ah, Pillen, endlich! Range Up und... Tears Up! Jawoll! Die Tears Up Pillen sahen wie aus? Genau, die sahen... wie sahen sie aus? Die sahen rot und ein bisschen rot gepunktet aus, ne? Genau, das merken wir uns, falls wir im Shop da Pillen haben. Dann wissen wir, hey, das ist die Pille. Ey, geiler Run. Ne, haben wir hier nicht, aber wir haben hier noch ein blaues Herzchen, was ich sich mitnehmen werde. Danke. Da ist der Boss, den erledigen wir. Bist du eine Eternal Edition? Bitte, sei eine Eternal Edition. Nein, die kommen irgendwie gar nicht. Aber ich spiele im Hard Mode. Ich will nicht mal Strength bei dir einsetzen, ganz ehrlich. Was bringt mir das denn? Dark Food. Okay. Ja, hier, Devil Deal waren wir schon. Gut. Nein, da ist kein Boss. Musik, beruhigt dich. Oh. Hier setze ich Strang ein. Einfach, weil ich kann die Karte... Versteht ihr mich? Das ist wichtig. So. Wiedersehen. Dankeschön für den Schlüssel. Okay, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt... ich glaube, wir spielen noch ein bisschen im Automaten, ne? Mal gucken, was er noch so droppt. Vielleicht noch eine Pille, noch eine Hierophant-Karte oder sowas. Aber ansonsten nehmen wir Joker mit. Und Curved Horn haben wir schon. Sehr schöne Karten. Ah, noch ein Lucky Tau? Nope, den brauchen wir nicht. Ja, das stecken wir ein. So. Itemraum waren wir auch schon. Was ist das hier? The Chariot. Okay. Und die letzte Münze gibt uns... Was ist das? The Moon. Jo, setzen wir ein. Oh, ein One-Up. Nice. Wir könnten, hätten uns sogar in den Kampfraum hier reinspringen können, oder? Oder geht das nicht? Ich weiß nicht mehr. Geht das im alten Isaac oder nicht mehr? Hm. Egal. Hab eh keine Bombe mehr. So, warte mal. Oh Gott. Wie mache ich das denn jetzt? Nee. Na? Ah, komm, wir setzen The Sun ein. Wir setzen Chariot ein. Joker, nope. Yep, so sieht's aus. Okay, ach, wir können mit Hangman dahin fliegen und die Sachen, die Münzen holen. Aber jetzt bin ich zu faul. Oder den Schlüssel. Jetzt bin ich zu faul. Komm, wir gehen weiter. Let's go. Jetzt bekommen wir den Angel Deal, ne? Ich hoffe, der Angel Deal wird gut. Wenn er nicht gut wird, können wir uns, oder falls er gar nicht auftaucht, können wir mit der Joker-Karte mal uns noch reinporten. Das ist sehr schön. Weil ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, wenn der Angel Deal nicht auftaucht, dann ist da meistens ein sehr gutes Item drin. Und wenn man sich dann reinportet mit der Joker-Karte, hat man ein sehr gutes Item. Und hier haben wir Mr. Ich habe Homing-Dinger. Weg. Oh, Tears Up. Yes! Oh, Mann, ich liebe es. Ich liebe Kane. Ich habe ganz vergessen, wie lieb man Kane haben kann in dieser Version. Weg mit den Spinnen. Zack. Autsch. Wie konnte mir das passieren? Dieses Malheur. Wir brauchen noch mehr Tears Up. Wir brauchen Tears Up ohne Ende. Ja, verlockend. Würde ich, glaube ich, sogar einsetzen. Aber erstmal den Bossraum finden und da den Boss besiegen und gucken, ob der Devil Deal von selber auftaucht oder Angel Deal. Kommt drauf an. So, Schlüssel. Okay, jetzt geht's los. Wer bist du? Oh. In der Eternal Edition? Nein, das ist ja langweilig. Wo ist die Eternal Edition? Wenn ich stark bin, kommen die nicht. Und wenn ich schwach wie Scheiße bin, dann kommen die, oder was? Das gefällt mir ganz und gar nicht. So, kommt der. Perfekt. Okay, das Krönchen. Wir haben nichts bekommen. Ich glaube, ich port mich rein.
Ich glaube, ich port mich rein. Jo, lass machen. Ah! Aber wir haben gar kein Space Item. Nice, mit der Bibel können wir ja Maum umbringen und so. Ganz easy peasy. Und wir können fliegen. Ist doch nicht so schlecht, ne? Ist nicht so schlecht. Geht schlechter. Oh. Die blaue Kerze ist auch so ein Ding. Auch sehr gut, Mann. Was hättet ihr jetzt gemacht? Was würdet ihr mitnehmen? Die Kerze mitnehmen oder die Bibel? Oh, Scheibenkleister. Ich hätte gern das blaue Buch, damit wir mal blaue Herzchen bekommen. Das wäre cool. So, wiedersehen. Was haben wir hier? Gibt uns Bomben. Okay, naja. Ist immer gut, keinen Bombenmangel zu haben. Oh Gott, der explodiert ja in Millionen von Spinnen. Was richtig geil ist. Nicht wirklich, aber... Irgendjemanden von euch turnt es bestimmt voll an, oder? Na, gib's zu. Gib's zu. So. Und auf Wiedersehen. Ich hätte gern ganz, ganz viele Tiersappeln jetzt. Ganz, ganz viele, damit ich einfach wie ein Maschinengewehr schieße und alles zerstöre. Oh, warte mal. Ich wollte ja Joker-Karte erst da im Kampfraum einsetzen, nicht Vollidiot. Upsi. Sehe ich jetzt erst. Upsi-dupsi. Ich hole ihn mir. Ha! Dachtest, ich krieg dich nicht, was? Falsch gedacht. So, nehme ich jetzt die Kerze mit oder fliege ich, Mann? Ich glaube, ich nehme die Bibel mit, damit wir einfach one-hitten können. It lives ist doch voll das Arschloch. Das one-hitten wir. It lives ist mega das Arschloch. Das ist das größte Arschloch, das ich je gesehen habe. Und ich habe nicht viele gesehen. Moment mal, das unterstützt meine Aussage nicht wirklich. So, komm her. Hier haben wir jetzt einmal die Explosionsteile, die auch noch explodieren und den... Oh, weg damit. Ah, guck mal, wenn sie über dem Abgrund, ne? Dann spawnen die nicht, was irgendwie voll unlogisch ist, wie er mich verfolgt hat, ey. Oh, hey, Greed. Bam. Das hat bestimmt voll viel Schaden gemacht. Und weg mit dir. Das ist krass, Mann. Das ist krass. Hey, mit dem Geld, was ist das? The Tower. Okay, kann man mitnehmen. Macht auch ordentlich Bombs, wenn man hier gegen die Gegner antritt. So, die Folge heute kommt übrigens etwas später, falls ihr nicht bemerkt habt. Ich musste halt, Leute kamen zu mir und haben was abgelesen. In der Wohnung da. Und Internet habe ich ja in der Wohnung erst am 5. Das heißt, in 3 Tagen bin ich eigentlich... Oh, das wird wieder so gut. Ich hoffe, das Internet wird gut. Ich freue mich wieder so extrem. Und wahrscheinlich wird das voll die Täuschung, so weißt du, mit irgendwelchen Verbindungsproblemen und was weiß ich. Ich gehe da noch nicht rein. Ich gehe da erst rein, wenn wir fliegen können, damit wir nur ein halbes blaues Herzchen verlieren. Weil irgendwie verlieren wir gerade wieder zu viele Herzen für meinen Geschmack. Bam. Bam. Komm schon. Polyphem Rainbow Baby. Die Itemräume sind so doof. Die fallen mir nicht. So. Mit den Bomben. Oh, da haben wir so eine kleine Eternal Edition und ich dachte... Ach, scheiße. Wow. Mann, die Steuerung ist so geil. So, man bleibt so leicht an Sachen hängen. Gefährlich. Da haben wir einen Würfelraum. Ach ja, eine Cage Room. Ich dachte schon, Würfelräume gab es im alten Isaac. Was ist denn hier los? So. Sehr gut und auf Wiedersehen. Ja, da gucken wir einmal rein. Oh, da ist mein Lieblingsautomat. Ich werde sowas von an dir spielen. Oh, du weißt, was ich an dir liebe. Judas Zunge gab es hier auch schon? Oh, guck mal, wir haben Emperor. Judas Zunge gab es in diesem Isaac auch schon? Okay, wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Ich bleib mal bei diesen Sachen hier. Emperor ist sehr gut, da können wir uns später mal hinporten in der Kathedrale oder sowas. Leute, ich habe wieder ein sehr gutes Gefühl. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und wir müssen in die Kathedrale. Das Ding ist nur, wir müssen auch stärker werden. Weil so haben wir noch keine Chance auf Eternal Dingsbums Isaac. So haben wir noch keine Chance gegen ihn. Komm her. So. Geheimraum. Her damit. Scheibenkleister, nicht so gut. Okay, pass mal auf. Pass mal auf jetzt. Ich gehe erstmal den Boss bekämpfen. Ja. Vielleicht ist das so eine eklige Eternal Edition Form, wo wir dann, wo ganz viele rote Spuren gedroppt werden. Da kann ich fliegen. Das ist auch sehr gut. Allgemein müssen wir jetzt irgendwie den Devil Deal bekommen und fliegen. Das Einzige, was uns jetzt echt das Genick brechen kann, ist einfach, dass wir keinen Devil Deal bekommen haben, sondern diesen blöden Krampus. Das könnte uns so ein bisschen das Genick brechen. Das könnte ein bisschen sehr viel wehtun.
Mucho veto. Mucho, mucho. So, komm her, Eternal Edition. Komm schon, Platz auf. Guck mal, ich habe schon gar keinen Respekt mehr vor diesen Eternal Edition. Langsam kennt man die Arschlöcher. Langsam kennt man sie. Ah. Danke. So. Tut mir leid, meine Ausdrucksweise, die ist ja unerhört hier gerade. Wiedersehen. Jetzt kommst du, dicker Brocken. Auf Wiedersehen. Ah, schön, dass der Schlüssel auch hier außerhalb spawnt. Und let's go! Es ist Pestilenz. Okay, seht ihr? Hier wäre es ganz gut zu fliegen, aber mache ich noch nicht. Wow! Crazy Dude. Komm, den müssen wir wegbämsen. Den müssen wir wegbämsen. Den müssen wir wegbämsen. Ja! Oh, der legt überall Spuren. Noch ist aber gut. Noch ist aber gut. Weg mit dir. Ey, den haben wir geschafft. Den haben wir geschafft. Nice. Easy peasy lemon squeezy. Und Devil Deal. So will ich sehen. So will ich sehen. Oh, ja. Ich nehme beides mit. Ich glaube, ich nehme beides mit, ja. Oder vielleicht auch nicht. Oder doch? Fuck, Mann. Weil es ist, da merke ich es jetzt nicht so krass, der Oberhammer. Und vielleicht kriegen wir im nächsten Devil Deal noch was Krasses. Dann behalte ich lieber zwei Herzchen. So, bleiben wir so. So ist gut. Jetzt gehen wir noch ganz kurz in den Zacki-Zacki-Raum und checken den ab. Richtig, so machen wir das und verlieren nur ein halbes Herzchen. Weil wir ja fliegend da reingehen. Sehr gut. Wenn man das mit Ruhe und Gemütlichkeit macht, ist es sogar ganz gut. Depackt. Immerhin haben wir Depackt. Was sagt unsere Stärke? Ah, vier Striche. Nein, 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 nein. No. Digga, ich will nicht Spiel abbrechen. Hör auf mit dem Scheiß. So, fliegen. Oh, Pillen. Luck up, sehr schön. Und Range up, auch sehr gut. Wir haben die Emperor-Karte. Das ist wirklich ein Traum gerade ein bisschen. Ich würde auch gerne in den Raum rechts noch reingehen. Wir müssen einfach das Beste hier rausholen. Alles. Ja, da haben wir so wenig blaue Steine hier, ne? Macht mich ein bisschen traurig, aber hey. Wir haben jetzt keine Zeit zu weinen. Wir haben jetzt keine Zeit zu weinen. Oh, das ist die Pille. Die Pille macht auch Tiers abwetten. Nein, aber sie befreit uns. Sie befreit uns. Es hat auf den Magen geschlagen und jetzt... Warte mal, wir haben nur ein Herzchen, wir können da rein. Reinglupschen. Oh. Mach ich das? Ja, ich mach das. Dann müssen wir jetzt den Boss hier erledigen. Den Boss Rush. Den Boss Rush, den Challenge Room. Aber sollte kein Problem sein. Ich hoffe, da kommen auch nur zwei Gegner, wie es auch sonst war. So. Da kommen die schon, ganz ungeduldig. Der Cube of Meat fliegt viel zu schnell, Mann. In der neuen Version ist das viel geiler. Da kann man viel geiler mit ihm kämpfen. Bam, 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 bam. War's das? Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenn der Devil Deal jetzt noch offen hat, werde ich da reingehen und mir die Sachen holen. Ja, genau. Im Shop waren wir auch, da war Greed auf dieser Ebene. So. Da, 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 da. Da, da. Ich singe ein bisschen, um mich ein bisschen zu beruhigen. Oh, der Devil hier hat offen. Ich hole mir Sister Maggie. Ich hole mir sie. So, okay, let's go. Depths 1 sind wir. Oh, oh. Necropolis. Puh. Was ist das für eine Pille gewesen? Luck up. Nehmen wir alles mit. Luck up ist sehr gut. Also ist jetzt nicht schlecht. Ist jetzt keine Pille, wo ich sagen würde, hey, lohnt sich nicht zu nehmen. Komm schon, Sister Maggie, hilf ein bisschen mit. Okay, hole ich mir das? Ja, wir haben 8 Bomben, komm schon, da kann sonst was drin sein. Vielleicht ist da eine goldene Kiste drin. Okay, Cain's Eye? Ich habe schon ganz vergessen, welche Items es in diesem Isaac gab. Oder wurden die neu reingepatcht? Judas Zunge, dachte ich, ist ein neues Item. Ach, fuck, komm schon, ich war doch schon weg. Na! Okay, da muss ich noch lernen. Oh, Joker. Flipp ich aus. Ah, Two of Spades, aber ist auch gut, setzen wir ein. So, aber nicht die Emperor-Karte. Die sparen wir uns auf für besondere Momente. Scheiße. Boah, jetzt geht das große Leben verlieren los hier, oder was? Ach, ist aber auch ein ekliger Raum. Hier muss man fliegen können. Wir brauchen jetzt ein Item, mit dem wir fliegen können. Bullshit. Das ist Bullshit, Mann.
Da hat sich letztens auch jemand in den Kommentaren bei mir beschwert, dass er auch nur schlechte Items hier bekommt. Das wurde, glaube ich, extra gemacht. Im Hardcore-Modus bekommst du echt nur schlechte Items, habe ich das Gefühl. Machen wir. Wir sind doch keine Posse hier. Komm schon. Hua. Wir haben zwar nicht so krass viel Schaden, aber unsere Fire Rate rettet uns ein bisschen. Keine super Form. Erstmal direkt die Gegner abchecken, ob es da irgendwie eine Eternal Edition gibt oder sowas. Ja. Hua. Nein, 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 nein. Verdammt, okay, ich sollte aufhören, mit dem Keep of Me zu kämpfen. Ich bin da ein bisschen zu gierig wieder. Wir könnten aber mit Bomben kämpfen demnächst. Jo, das machen wir. Werden jetzt leider nicht so krass belohnt. Es geht. Hälschengrenzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal hier erledigt. Nein, ich habe ihn da oben gepusht. Boah, Glück gehabt. Okay, warte. Auf Wiedersehen. So. Upsi, dupsi. Yep, machen wir. Ah! Hör, schnell durch da. Ah, guck mal, was wir für einen Raum haben. Okay. Ja, mach ich mal. Ah, Tiersa. Nice. Nicer, dicer. Oh nein. Das war die Emperor-Karte. Ich will sie haben. Die ist wichtig. Ja, ohne Scheiß jetzt. Oh Mann, da verlieren wir aber ein ganzes blaues Herzchen. Aber es lohnt sich für die. Es lohnt sich für die. Weil so können wir halt die Womp-Ebene oder die Kathedrale überspringen. Und dann schnell einfach zum Boss. Falls wir es überhaupt wollen, Mann. Vielleicht will ich auch gar nicht schnell zum Boss, ey. So, erstmal die Viecher erledigen. Ist das nicht diese Superform, die sich gleich irgendwie so zu einer Fliege aufpumpt? Nee, jetzt ist sie tot. Und noch Matthias ab. Oh, Baby, yes. Range up. Pierce up. Sehr schöne Pillen, Kane. Es ist mir eine Ehre, mit dir wieder spielen zu dürfen. Okay, Fakikowski. Erstmal die normalen töten. Erstmal die normalen töten. Okay, jetzt dich. Drei. Wow. Das war knapp. Wir verlieren wieder sehr viel Leben. Und ich brauche viel mehr Leben. Die machen wir mal so tot. Sehr schön. Was macht der nochmal für einen Scheiß? Ach, so ein Scheiß. Da war ja was. Ah. Sehr gut. Weg damit. Itemraum waren wir auch schon. Wir haben noch die Chance auf einen weiteren Itemraum. Und noch einen Devil Deal. Das machen wir auch. Geld. Geld ist gut. Okay, let's go. Oh, bitte nicht jetzt die Turtle Edition oder sowas. Das wäre jetzt mega kacke. Aber guck dir unsere Fire Rate an. Oh Gott. Achso. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist er. Oh oh. Nein! Mann, diese blöden Explosionen haben so einen krassen Radius. Danke. Ja, leck mich am Arsch. Was hat mich da jetzt getroffen? Nicht dein Ernst, warum? Werden wir vielleicht gleich Guppy? Das wäre gut, aber warum kosten die blauen Herzen? Blaue Herzchen. Habe ich ganz vergessen, dass es hier auch Devil Deals geben kann mit blauen Herzchen, auch wenn du rote Herzchen hast. Das habe ich schon ganz vergessen. Puh, aber wir haben es gut geklärt. Ich wollte erstmal direkt einfach beide aufheben oder sowas, aber dann habe ich gemerkt, hey, du kannst doch sterben. Wow. Ich hätte gerne wieder so einen blauen Automaten. Bitte. Oh Gott. Weg mit dir. Junge. Na, die Bombe hat ja gesessen. Die sind irgendwie viel gefährlicher als in der neuen Version, in Rebirth. Wow, 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 wow. Ach, komm.
Komm schon. Wir brauchen nur noch ein Gappy-Item. Das könnte im Zacki-Zacki-Raum drin sein. Da will ich aber irgendwie noch nicht reingehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich abkratze. Qualvoll. Erstmal hier rein. Schwuppdawupp. Vor allen Dingen haben wir jetzt halt die Mom, ne, die ich one-hitten möchte. Ach komm, machen wir. Schaffen wir schon aufzuladen, oder? Oh, okay. Damage und Speed, sehr schön. Hat sich gelohnt, jetzt nur noch... Wir brauchen 6 Räume, ne, für diese Bibel. Raum Nummer 1. Raum Nummer 1. My Reflection ist sehr gut, weil wir Kohle haben und die werden dann noch größer. Und wenn sie dann jemanden treffen, das tut schon weh. Wow, seit wann haben die solche Homing-Dinger? Okay, Raum Nummer 2. Oh, yes, Baby. Du, an dir wird sowas von gespielt. Und ich will auch erstmal hier rein. Die Nonnenhaube. Erstmal spiele ich an die... Komm schon, nicht in die Luft jagen. Was ist das? Two of Clubs. Okay, setzen wir ein. Haben wir 22 Bomben. Damit zu kämpfen ist gut. Herzchen. Nice. Ist heftiger. Ah, eigentlich ganz cool. Aber Curved Horn macht Damage ab. Na komm jetzt. Hört mal auf hier. Curved Horn macht Damage ab. Okay, dann kaufen wir mal das hier. Slug ab. Okay. Dann kaufen wir uns mal das hier. Da können wir uns ja auch Schaden machen. Zu Not. Nur zu Not. Falls es nicht klappt. Und wir können gleich mal den Geheimraum abchecken. Da ist noch so ein Ding. Komme ich aber nur ran, wenn ich fliege. Sage ich dazu nur. Okay. Sehr schön. Immer schnell Gegner erledigen, damit es immer weniger werden. Also am besten immer auf einen konzentrieren. Den Geheimraum müssen wir auch eigentlich suchen. Oh Gott. Um Himmels Willen. Wisst ihr, worauf ich Bock habe so nebenbei? Auf so ein Point-and-Click-Horror-Spielchen. Auf so ein Point-and-Click-Spiel hätte ich Bock, Mann. So ein bisschen klicken, rumsuchen, rätseln. Fällt mir gerade so ein. Meine Gedanken schweifen überall hin. Bye bye. Was ist das hier? Telepilz. Auf den Irrerraum habe ich jetzt keinen Bock. Oh, Stammzellen. Mach ich. Ich hoffe, bereue ich nicht. Hehe. Guten Appetit, mein Guter. Sehr schön. Eigentlich müsste ich fliegen und mit dem Automaten spielen, oder? Das wäre am schlausten, oder? Oder nicht? Aber dann weiß ich nicht, ob ich die Bibel voll kriege. Ich müsste mir dann Schaden machen. Jetzt sehe ich zu spät. Jetzt habe ich schon viel zu viele Räume geklärt. Ach. Egal. Leider kein Guppy-Item. Guppy-Set wäre jetzt ziemlich cool. Telepille. Hm. Nein, komm, hör auf jetzt. Oh Gott. Schnell vernichten, bevor dieser Eternal Limmel auf mich zukommt. Genau. Guck mal, die Eternal-Dinger machen wir schon echt schnell kaputt. Das gefällt mir. Gut, wir haben da noch einen Raum, ne? Warte, ich clear alles. Es kann sein, dass dort irgendwie jetzt eine rote Kiste gedroppt wird oder sowas. Und da dann Guppy drin ist. Oder wir suchen jetzt mal ganz kurz auch den Geheimraum ab. Der könnte hier drin sein. Hier. Ah, nein. Hier vielleicht? Komm schon, wir haben genug Bomben. Nein, habe ich auch richtig gesprengt. Hier? Ah, komm schon. Mit dem Triple Shot weggebamst. Und eine goldene Kiste. Huh. Hat das im Auge? Money. But no Guppy. I need Guppy. Guck mal, wie viele Räume hier sind. Wir hätten das noch. Wir könnten, hätten hinfliegen können. Scheiße, Mann. So. Ich überlege gerade, wir könnten auch etwas anderes machen. Warte mal, ich überlege gerade. Wir könnten ja mit der Telepille reingehen, Mom besiegen und dann rausporten. Aber ich habe Angst, dass wir in den Irrerraum kommen. Aber die Chance ist ja nicht so groß. Weil dann könnte ja da, vielleicht spawnt er ja ein Devil Deal, in dem wir nicht rein können, weil man erstmal rausgeportet werden muss. Und dann hätten wir eine tolle Situation. Puh. So, ich hätte mal auch die Bücher aufsammeln sollen, ne? Damit die verschwinden aus dem Itempool.
Okay, das machen wir so. Wenn es schief läuft, verlieren wir halt nur die Emperor-Karte. Aber ansonsten passt die heilige Scheiße. Vielleicht wird es auch, warte mal, fliegen? Fliegen! Ah, Mann, nein! Vielleicht, aber auch nur vielleicht, bekommen wir ja nicht die Eternal Mom. Dann können wir sie schnell erledigen und müssen gar nicht die Bibel einsetzen, weißt du? Wir gucken erstmal, wie es läuft. Weil dann könnten wir auch zum Automaten fliegen, ne? Das machen wir so. Okay, let's go. Es ist die Eternal Mom. Ich glaube, das ist immer die Eternal Mom. Aber wir machen gut Damage. Vielleicht setze ich die Bibel noch nicht ein. Wir machen gut Damage. Wir machen sehr gut Damage. Hat mich nicht erwischt? Doch, hat mich erwischt, oder was? Scheiße. Wieso gibt er uns nicht eine Tasche? Bumser Key. Ah, okay, auch ganz gut eigentlich. Aber wir müssen das hier mitnehmen, ne? Und hier haben wir jetzt 1000 Telepilze, super. Ah, na klar bringt er mich hier rein. Was für ein Arschloch. Okay, aber es hat geklappt, so wie ich gedacht habe. Jetzt können wir auf jeden Fall dran wieder spielen. Wir haben leider nicht die Tasche bekommen. Ach, deswegen müssen wir jetzt das Polaroid mitnehmen. Wir machen jetzt weniger Schaden, aber hey. So, komm, rüberfliegen. Gib mir was Schönes. Burn Penny, na? Ja, genau das hier. Das brauche ich, Mann. Das brauche ich. Na, die Zecke darf ich jetzt nicht mitnehmen. Wobei, kommt später das Polaroid nochmal? Das spawnt doch demnächst nochmal, ne? Das war doch so irgendwie. Aber ich bin mir gerade nicht unsicher. Ich bin mir gerade nicht sicher. So meine ich das. Ach, nicht so die geilsten Items. Die Emperor-Karte, liegt sie da drin oder was? Oh, fuck! Nein, die Emperor-Karte ist da ganz links, du Vollidiot. Mann, ich habe vergessen, dass wir nicht mehr fliegen können. Wir haben jetzt ein Herz bekommen und wieder verloren. Super, toll, 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 toll. Egal, wir werden noch Gappi, ich schwöre es. Ja, der Devil Deal ist nicht gespawnt, ey. Nervig. Vielleicht soll ich versuchen, in den Error-Raum zu kommen? Nee. Eine Pille haben wir noch. Vielleicht kommen wir in den Error-Raum und da ist dann ein Polyphemisch drin oder sowas. Das wäre wirklich toll. Oder auch nicht. Der Supergeheimraum hier vielleicht? Nein. Gut, interessiert mich auch nicht, interessiert mich auch nicht. Nehmen wir jetzt Emperor mit und let's go. Mit dem Polaroid jetzt. Let's have fun. Aber der Damage stimmt immer noch. Er ist jetzt nicht schlecht. Kein Grund, die Hoffnung zu verlieren auf jeden Fall. Oh Gott, da ist so ein super Ding. Da-da-da-da-da. So, erstmal die anderen nicht erledigen. Und jetzt vorsichtig. Da kommt nämlich so ein Scheiß auf uns zu. Hallo, Trollbombe. Die uns noch ein bisschen verfolgt. Was soll der Scheiß denn? Ah, fuck. Die schießen jetzt so, okay? Kakikowski, Mann. Okay. Gib mir ein Gappi-Item. Mir das letzte Gappi-Item und die Welt ist ein schöner Ort. Ah! Tampf doch mal mit den Schaden! Unbedingt den Devil Deal erreichen, unbedingt. Das ist ein Muss. Eclipse können wir one-hitten, kein Problem. Ah! Speed-Up ist gut. Ist Speed-Up, da würde ich jetzt nicht nein sagen. Und Tearsap. Da sage ich jetzt auch nicht nein zu. Let's go. Oh, bitte nicht als Super. Oh Gott, was passiert? Aber der Damage stimmt. Der Damage stimmt. Aber wir kriegen kein Devil Deal. Joker. Nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Yes, Baby! Nee. Ah!
Mist. Mist. Und Rage habe ich total vergessen, ne? Das ist ja ganz anders, wirkt es hier. Das macht dich ja stärker, je mehr Gegner du im Raum tötest. Deswegen könnten wir es ja nicht mitnehmen. Wir nehmen Rage mit. Je mehr Gegner du tötest hier, desto stärker wirst du. So Tod zum Beispiel, dann werden wir jetzt stärker. Ist eigentlich nicht schlecht, oder? Aber es hält halt nur für einen Raum. Aber, nee, wir hätten Guppy werden müssen. So habe ich jetzt... Das schaffe ich nicht so gegen Eternal Isaac. Aber wir werden es versuchen auf jeden Fall. Och, komm doch, hör doch auf jetzt. Hör doch auf, die ganze Zeit hin und her zu fliegen. So richtig nerviger Gegner. So ein richtig nerviger Gegner ist das. Ja, schön den Mund auf. So. Ich clear noch die Ebene, einfach in der Hoffnung, halt eine Kiste zu bekommen. Ja, falls euch jetzt wundert, was ich hier tue. Deswegen sage ich das. Wir haben ja Guppy's Tail. Und du bist jetzt davon erledigt. Komm, knutschen wir ein bisschen. Oh Gott! Eternal-Version, die einen verfolgen. But we have really good damage. Ich sollte erstmal vielleicht die Köpfe erlegen, ganz schnell. Nice. Komm, wir bekommen Leben dazu. Ist jetzt nicht so gut, weil wir halt das Polaroid haben eigentlich. Eigentlich habe ich gehofft, dass wir jetzt den Polaroid-Effekt so behalten. Aber YOLO. Mach ich. Ah. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie Money equals Power, ja? So. Eieiei. Nein, der darf nicht aufplatzen. Oh, weg damit, ey. Ich hasse diese Mistviecher da. Okay. Nummer 2. Sind doch zweimal Monstro. Sehr gut. Wiedersehen. Hat mein Handy wieder vibriert. Nur zwei Wellen? Okay, cool. Sprengen wir mal. Darauf habe ich gehofft. Auch auf das AP-Upgrade. Gut. Aber wie es aussieht, werden wir leider nicht bestückt mit Guppy, was? Warte mal. Und zacki zacki Raum. Wir verlieren aber ein ganzes blaues Herzchen. Aber vielleicht hat uns der Automat das blaue Herzchen gegeben, damit wir es dafür einsetzen. Weil da Guppy drin ist. Okay, ich tu's. Flieg. Flieg, kleiner Engel. Nehme ich auf. Aufnahme stoppen steht da. Wir sind Guppy. Komm schon, wir sind Guppy. Wieso sind wir nicht Guppy? Wir haben 3 Guppy-Items aufgehoben. Guppy's Tail, Guppy's Paw, Guppy's Head. Jetzt sind wir Guppy. Na endlich, wow, ich war gerade sehr verunsichert, warum wir nicht Guppy wurden, Mann. Richtig gut, Leute. Können wir auch durch Wände schießen? Wieso können wir... Ach ja, wegen $3 Bill hat uns jetzt solche Tränen gegeben. Leute, wie das echt geklappt hat, Mann. Ich flippe aus. Geld, ja. Gib mir den Kompass. Gib mir immer noch den Kompass. Bitte, gib mir den Kompass. Die Spitzhacke. Ja, steck sie dir sonst wohin, Mann. Wir sind Guppy, wir können fliegen. Das ist sehr gut. Die Bibel jetzt nur noch, um mit Livs zu ver... Wo ist meine Emperor-Karte? Ist meine Emperor-Karte da drin im Zacke-Zacke-Raum? Sag mir nicht, meine Emperor-Karte ist da drin. Meine Emperor-Karte ist da drin, oder? Die ist da drin, oder? Die habe ich vergessen mitzunehmen. Nein! Hä? Ist die gar nicht? Wo ist meine Emperor-Karte hin? Bin ich dumm? Wo ist sie hin? Leute? Hallo?
Hat sie jemand gesehen? Sie war noch so jung. Hä? Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, sehr schön. Jetzt gab es Spor, hä? Oder ist sie im Bossraum? Wo ist meine Hamburger-Karte hin? Ah, hier oder was? Leckt mich am Arsch, Mann. Ich dachte schon, ich drehe völlig durch. Nee, den Nagel nehme ich nicht mit. Und ich würde sagen, let's go! Jetzt haben wir sogar gute Chancen, auch wenn dieser Eternal Isaac auf Doom ziemlich doomig ist. So. Eieieiei. Mit hoher Fire Rate spawnen wir auch natürlich sehr viele Fliegen von denen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Komm, weiter, 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 weiter. Oh, so ein Eternal-Kampfraum. Gucken wir mal rein. Vielleicht ist da das Sacred Heart oder sowas oder Polyphemus. Mal gucken, ob es sich lohnt zu kämpfen. Nein. Lohnt sich leider nicht. Schade, dies. Letztes Mal war die auch da drin, ne? Diese Karte. Komm schon, fliegen, macht sie fertig. Danke. Puh, was wäre ich bloß ohne euch, Mann? Boah, mir gefällt dieser Isaac, dieser Run. Mir gefällt dieser Isaac Run. Sehr schön. Her damit. Warte mal, mit dem Fliegen. Zack, 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 zack. Ich bin gerade sehr konzentriert. Es nimmt immer weiter ab, weißt du? Je weiter wir kommen, desto weniger rede ich. Ach, scheiße. Ja. Arranged up. Okay, auch wenn wir wahrscheinlich schon das Maximum haben. Ich hätte gerne Steven da drin oder sowas. Oder Max Head. Das ist ja Cricket's Head, ne? Früher hieß er hier Max Head. Das war ein super Item. Wäre lustig, wenn wir es jetzt bekommen hätten. Ich hätte gelacht. So, wir müssen jetzt auch nur noch gute Items bekommen. Gute Träneffekte bei Itlifs. Wobei, nein, Itlifs erledigen wir. Itlifs erledigen wir so, kein Problem. Ach, was kannst du mir schon geben? Ein Herzchen, ja, okay, aber kein blaues, oder Pillen könntest du mir geben. Nein? Na, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, an dir zu spielen, Mann. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ups. Mit dem Schlüssel. Gefährlich! Gefährlich praktisch gut. Junge! Da ruckelt schon das Spiel hier. Aber ist sehr schön, weil es, wenn ruckelt, ist das so schön in Zeitlupe. Man kann den Tränen besser ausweichen. Wie gesagt, ich habe es ja früher auf so einem richtig schlechten Laptop gespielt und da hat es immer geruckelt und das war richtig, richtig cool, weil man da richtig gut ausweichen konnte. So. Ich gehe da einmal rein. Schade. Hat sich nicht wirklich gelohnt, aber das blaue Herzchen, hey, du hast dich für mich geopfert, Mann, danke. Das war dumm. Das war echt dumm. Hm. Oh, blaues Herzchen. Oh, bloß keins verlieren hier jetzt. Bloß keins verlieren, bloß keins verlieren. Sehr schön. Und noch eins. Oh Mann, ich bin gerade sehr glücklich. Okay, gut, gut, gut. Let's go. It lives one hitten. Ja! Zerstört! Ich will einmal noch hier reinglupschen. Okay. Let's go nach oben. Wir machen ihn fertig, Mann. Wir machen ihn fertig. Da setze ich hier schon Emperor rein oder? Mal gucken, wie es läuft. Aber guck mal, hier gibt es blaue Steine. Das lohnt sich hier zu clearen. Außer es kommt ein ganz ekliger Boss. Dann werden wir abhauen. Fuck. Hier darf ich jetzt die Bibel aber nicht einsetzen, weil sonst werden wir sterben, ne? Sonst werden wir sterben. Tja, Emperor einsetzen oder nicht? Das ist die Frage, Mann. Emperor einsetzen oder nicht? Oh, da ist der Boss. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin richtig gespannt, wie es jetzt abgeht. Aber ich glaube, wir haben viel zu wenig Leben. Vor allen Dingen weiß ich noch gar nicht. Ich kann seine Angriffe nicht einschätzen und so ein Scheiß. Aber Hauptsache noch ein blaues Herzchen und Max Head. Nein, leider nicht. Aber Hierophant, oh, das ist ein Zeichen. Das Spiel ist gerade voll auf meiner Seite. Let's go, Leute. Let's go. Wenn ich jetzt was dann. Ha!
Bloß nicht Space einsetzen, bloß nicht Space einsetzen. Na! Gleich haben wir ihn. Yes! Scheiße. Eternal Isaac, weg mit dir! Jetzt rein in die Chest und gib mir Polyphemus und so und dann setzen wir Emperor ein und versuchen, das Blue Baby zu erledigen. Oder zumindest einfach mal sehen, wie es überhaupt ist. Wir haben Abel, was soll schon schief gehen, ne? Ich glaube, ich nehme auch einmal das hier mit. Let's go, würde ich sagen, oder? Wobei, wir könnten noch versuchen zu clearen, weil die spawnen ja auch noch Kisten und sowas. Oder Poison Touch halt. Scheiße! Das wollte ich nicht. Bombs are key. Ah. Oh Gott, ne Eternal Edition. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach ich das oder gehe ich weg? Mach ich das oder gehe ich weg? Ich gehe weg! Ich will das Blue Baby sehen. Was macht es? Das macht aber schon voll die krasse Scheiße. Wow. Na, das macht ja Schaden. Es hat ihn nur gekitzelt, habe ich das Gefühl. Es hat ihm Spaß gemacht. Ich glaube, im Rebirth ist es auch stärker, hä? Komm schon, Abel. Mach ihn fertig, Abel. Ah, fuck. Junge. Scheiße. Nein, 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 nein. Yes! Ja! Holly männlich! Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, der Run hat euch gefallen. Ein unglaublicher Run. Ein unglaublicher Run. Es ist wow! Danke, Mann. Nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, bitte. Wenn es euch gefallen hat. Das macht mich ein bisschen glücklicher. Aber noch glücklicher macht es, wenn ihr glücklich seid mit dem Part. Und ja, einfach ich euch unterhalten konnte. Jetzt weint nicht. Jetzt weint nicht. Weint nicht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Geil. Ah, diese Glücksgefühle. Der Tag kann nur super werden.